Die letzten beiden offiziell und kommerziell öffentlich im Einsatz befindlichen Luftkissenfahrzeuge der Welt zeige ich euch heute in diesem Video und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und Trip Report. Heute befinden wir uns hier in Portsmouth, genauer genommen Southsea, und fahren mit Hover Travel, mit einem Hovercraft, also einem Luftkissenfahrzeug, über zur Isle of Wight. Und hier seht ihr schon das Luftkissenfahrzeug. Früher gab es ja viele Verbindungen, unter anderem auch über den Ärmelkanal, aber heutzutage hier dieser Service über den Solent, die letzte Verbindung weltweit, wo man noch als Privatperson mit einem Hovercraft fahren kann. Bevor ich selber mitgefahren bin, habe ich mir erstmal angeschaut, wie so ein Luftkissenfahrzeug hier in Southsea angekommen und abgefahren ist. Das Ganze ist schon wirklich spektakulär, weil man sowas heutzutage eben wirklich nicht mehr sehen kann. Deswegen wollte ich natürlich auch unbedingt einmal mitfahren. Und jetzt bin ich hier im Terminalgebäude von Hover Travel und warte hier auf das ankommende Hovercraft, das gerade eben vorfährt. Das ist die Solent Flyer. Es gibt die Island Flyer und die Solent Flyer im Moment. Das sind die beiden eingesetzten Luftkissenfahrzeuge. Das Boarding ging ganz schnell. Man gibt kurz sein Ticket ab, was man entweder schon online gekauft hat oder direkt vor Ort auch kaufen kann. Das wird gescannt, dann kommt man in die Wartehalle, dort gibt es auch Steckdosen. Sobald das Luftkissenboot da ist, geht es auch gleich an Bord. Dann hat man hier ähnlich wie im Flugzeug Sicherheitsinformationen, die aber einfach auf den Sitz aufgeklebt sind. Es kommt auch ein Sicherheitsvideo und dann geht es los. Welcome aboard Hover Travel. We'd like to take a few moments to draw your attention to the safety notice in front of you. In the event of an emergency, the captain will raise the alarm over the public address system. You will be instructed to don a life jacket and remain in the muster station of the craft. The crew will assess and activate the required emergency systems. The crew will then provide further instructions. Should it be necessary to evacuate your craft, you will be directed to an emergency exit and into an inflatable life raft. You are advised to take all clothing and any medication you may need, but leave all bags and bulky items behind. Thank you for listening to this safety message, and if you have any questions, please ask a member of the crew. We wish you a pleasant journey and remind all passengers to remain seated whilst the craft is in motion. Der Start ist schon spektakulär, es wird laut in dem Fahrzeug und plötzlich dreht man sich auf der Stelle auf Boden, fährt aufs Wasser, man merkt es kaum, nur ein bisschen das Schaukeln von den Wellen. Das ist ein ganz, ganz anderes Fahrgefühl, als man das jetzt kennt. Also es ist wirklich auch wirklich eine Mischung aus Fliegen und Bootfahren. Also es ist wirklich sehr interessant, das macht auf jeden Fall Spaß, da mitzufahren. Das ist was ganz Besonderes, wenn ihr in der Gegend seid, nutzt die Chance wirklich. Ja, es ist relativ teuer,
aber es ist nicht viel teurer als zum Beispiel die Katamaranfähren, die auch noch fahren, die ich euch auch noch zeigen werde. Also für eine Fährüberfahrt ist es eigentlich ein normaler Preis. Ich habe für die Überfahrt jetzt 18,70 bezahlt, das sind ziemlich genau 22 Euro im Moment. Wie gesagt, ist relativ teuer für eine ca. 10-minütige Überfahrt, aber es ist wirklich ein Erlebnis, es lohnt sich. Es ist sehr, sehr komfortabel, man sitzt wirklich sehr angenehm darin und es ist einfach was Einzigartiges. Also mir hat es großen, großen Spaß gemacht und ich kann es euch auch nur empfehlen. Nutzt es, ist die letzte Möglichkeit mit so einem Hovercraft zu fahren, die letzte Möglichkeit weltweit und wer weiß, wie lange es das noch geben wird, denn normale Schiffe sind weniger anfällig für Seegang und wahrscheinlich auch ein bisschen effizienter, also nutzt diese Chance, wenn ihr sie habt, nochmal damit zu fahren. Hier seht ihr jetzt, von wem die Musik stammt, wann das nächste Video kommt und ich sage danke fürs Zuschauen und würde mich wie immer über Likes, Kommentare, Abos oder auch einen geteilten Link sehr freuen.